Interview und Analyse zum 9. Rennen. 9. Tagesbewerb Franz Grußmann Gedenkrennen mit 2 Pferden aus deiner Verantwortung. Kiwis Rascal, 40 Meter zuletzt Bänderstadtbewerb vor 2 Wochen, hat er sich sehr stark eingesetzt dann ab dem Schlusspunkt. Das ist, glaube ich, auch seine Stärke. Die letzten paar hundert Meter, wenn das Rennen für ihn passend ist, obwohl vom letzten Platz kommend, war schon sehr stark, auch mit den heutigen Gegnern natürlich nicht zu vergleichen. Ja, nicht zu vergleichen, aber ein guter, in Form befindlicher Kiwis Rascal kann da schon mitlaufen. Warum nicht? Die Gegner, denke ich, sind alle aus der zweiten Reihe. Die Mitbewerber, die wirklich sehr stark sind, das kann vorne auch natürlich jemand besser laufen wie Kiwis Rascal. Aber die Größen sind in der zweiten Reihe und da werden wir sehen, wie weit also die Rennverläufe für die zweite Reihe oder gegen die zweite Reihe sich bewegen. Und ja, es ist ein taktisches Rennen, natürlich ein Dragondage und so weiter. Sind schon Pferde, die drüber stehen, aber müssen auch erst gewinnen. Da haben wir eben noch den Mr. Magic drin, hast du eh das letzte Mal in Wels erklärt. Der wird jetzt einmal ruhig aufgebaut, hat jetzt nicht ganz so die Leistungen gebracht, wie man sich oft erwartet hat, obwohl die ersten 2 Starts in der heurigen Saison haben eigentlich gut gefallen. Danach, warum nicht so gut performt, ist das irgendwie erklärbar? Schon erklärbar. Erstens ist er in die Jahre gekommen und zweitens hat er ja mit Verletzungen laboriert oder zu tun gehabt und dürfte jetzt schon beseitigt sein, aber Vorsicht, wie gesagt, ist die Mutter der Porzellankiste. Und ich habe eine Falschaussage getätigt, das sind 4 Pferde eigentlich aus deiner Verantwortung, wovon 2 aber bei dir stehen. Aber der Wett kommt noch ab und zu zum Trainieren? Kommt zum Trainieren. Martin Hinterholzer bemüht sich sehr mit dem Pferd und er ist natürlich auch ein Pferd, der aus gehobener Klasse kommt und schön platziert sein kann. Gewinnen weiß ich nicht. Normal muss Dragondage gewinnen von der Klasse her. 19. Tagesbewerb dann mit Hot Hulk, Matthias Walcher, den du eigentlich fast immer in den Amateurrennen einsetzt. Dein Mann sozusagen. Startnummer 9 ist jetzt, sage ich einmal, nicht ganz optimal in der zweiten Reihe. Das größte Manko in dem Rennen? Ja, der Neiner ist nicht gut für ihn, weil er ist am Start sowieso nicht der schnellste und dahinter verlierst meistens auch. Er ist letztes Mal gut, er ist lange nicht gestartet, aber trotzdem, ich habe ihn dann anschauen lassen, weil die Leistung war für mich ein bisschen enttäuschend. Er hatte einen Infekt, den haben wir jetzt behandelt und er ist wieder in Ordnung. Also normalerweise, wenn er am Start, wenn der Rennverlauf ein bisschen passt, sollte er schon in den Geldrängen sein.